Ja, hallo, ich bin der Daniel Brunner von der Höchster Maiwömmler und wir haben heuer unser 30-jähriges Jubiläum und wir täten euch gerne dazu einladen. Ich bin jetzt gerade live dabei gewesen für voller Tee, wie ihr euren Maibaum aufgestellt habt. Was muss man denn da beachten? Beziehungsweise, woher habt ihr den Baum überhaupt? Ja, also als erstes musst du mal beachten, dass du einen traumhaften Baum findest, wie heuer zum Beispiel. Haben wir eine 27 Meter große Fichte bei uns im Wald rausgeschlagen und genau. Dann haben wir halt dann so bearbeitet, dass man am Sonntag super drauf raufklettern kann und bei unserem Sägekletterwettbewerb wird der natürlich im Mittelpunkt stehen. Okay, und die haben den jetzt mit dem Kran aufgestellt. Wie läuft das immer ab mit der Planung? Ist das schwierig, zum das so auf die Beine stellen? Oder sagen die, du, wir haben das jetzt schon so viel mal gemacht, das ist jetzt ein leichtes? Ja, grundsätzlich ist schon einiges an Planung zu machen, wenn man jetzt so ein Fest organisiert mit dem Baum und allem drum und dran. Aber bei uns im Verein gibt es einige Engagierte, wo das mit dem Baum gerne übernehmen. Manche machen die Wirtschaft und so geht das eigentlich ganz gut, wenn man das ein kleines aufteilen kann untereinander. Und mit dem Gerd Schäfknecht von Luschnow haben wir schon seit Jahren ein gutes Verhältnis und der kommt immer zu uns und stellt uns den Baum auf und das ist eigentlich nie groß kompliziert. Das funktioniert ganz gut. Jetzt muss ich gerade mal blöd fragen, wie kommt denn jetzt, das ist ja kein Brauchtum, das bei uns so ursprünglich gegeben hat in Vorarlberg, wie kommt denn jetzt der Maibaum zu euch nach Holgst? Ja, also die Rumpftruppe, das waren damals 12 Höchster, die sind ins Deutsche gegangen und haben dort ein schönes Wochenende gehabt und haben das Brauchtum dann dort kennengelernt und haben sich gedacht, sowas braucht es in Höchst auch. Und im Jahr darauf haben sie dann ein Maibaumfest organisiert und einen Maibaum aufgestellt. Das ist dann super angekommen bei den Leuten. Und jetzt gibt es seit 1991 in Höchst ein Maibaumfest. Wie gesagt, am Anfang, ihr habt das 30-Jährige mit dem Jahr Verspätung. Was gibt es denn da für eine besondere Sache dran? Also, wir haben grundsätzlich, also in den Anfangsjahren, in den ersten 15 Jahren, haben wir immer eine Arbeitveranstaltung gehabt, also ein richtig gehöriges Zeltfest mit einem Frühschoppen am 1. Mai. Das hat sich jetzt in den letzten paar Jahren geändert. Dort ist man eigentlich nur auf einen Frühschoppen gegangen, weil es einfach für uns genauso gepasst hat. Und hier beim 30-Jährigen machen wir quasi ein Fest, wie es früher war, und haben eine Arbeitveranstaltung mit zwei super Musikern. Das ist am Anfang durch Brass. Und danach kommt die Rietberg Partyband zu uns. Und natürlich haben wir auch eine Bar, wo der DJ Max auflegt. Und genau. Und das ist einfach ein Fest, wie es früher war, dass man mal gehörig krachen lässt. Und am 1. Mai haben wir dann den Frühschoppen, wie man eh schon kennen. Letzte Frage, findest du den Brauch, den soll es in ganz Vorarlberg geben? Also ganz im Ernst, es wäre richtig cool, wenn es mehr Maibaumvereine gäbe. Dann könnte man sich ein kleines untereinander austauschen. Das hat es früher schon mal gegeben mit einer Dorabierer-Gruppe. Dort haben sie auch immer, also die ältere Generation von uns, die hat mit der Dorabierer-Gruppe ein bisschen kooperiert und das war immer ganz eine lässige Geschichte. Das wäre auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite ist es auch ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Wobei natürlich, wir sind in Vorarlberg, da wäre die Gesellschaft mehr wert wie das Alleinstehende.